Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Es ist eine sehr spannende und eine turbulente Wetterlage, in der wir uns gerade befinden. Und auch noch, wenn wir nach vorne schauen, Richtung nächste Tage, Richtung Wochenende. Erstmal ein aktuelles Bild von heute Abend aus Westerland, von der Insel Sylt. Dort schneit es seit einigen Stunden und es gibt auch schon erste Schneeverwehungen, dank an Uwe Schmale, der dieses Foto geschickt hat. Und das ist das erste Thema. Die Kälte, die nach wie vor im äußersten Norden und Nordosten unseres Landes präsent ist. Und wir sehen auf dem Strömungsfilm, wie sich diese beiden Luftmassen, kalte, frostige Luft im Nordosten, zum Teil frühlingshaft warme Luft im Südwesten, wie sich diese beiden Luftmassen in Richtung Wochenende weiterentwickeln. Das hier ist der Stand Samstagmittag 12 Uhr. Und da haben wir im Nordosten Tageshöchsttemperaturen von nur noch -2 bis -3 Grad. Am Oberrhein hingegen örtlich +17 Grad. Hier ist es aber nicht nur kalt. Der Wind nimmt nicht nur zu, sondern am Wochenende ziehen auch noch mächtige Schneefallgebiete in diese kalte Luft herein. Das führt dazu, dass uns die Wettermodelle, das ist der Stand Montagmorgen, möglicherweise in diesem Bereich eine dicke, mächtige Schneedecke anzeigen mit 10 bis 30 Zentimetern, zum Teil mehr als 30 Zentimeter. Das Ganze kommt in Verbindung mit kräftigem Wind und mit Dauerfrost daher. Es könnte hier also wirklich sehr ungemütlich und zu prekären Straßenverhältnissen bekommen. An dieser Südkante könnte es sein, dass es leicht nördlich der Mittelgebirge eher Glatteisregen, Eisregen ist, der uns hier in Atem hält. Also all das ist das Wochenendwetter jetzt schon mal zusammengefasst. Und damit schauen wir auf das, was wir aktuell haben. Regenradarbilder von heute Abend. Kräftiger Regen hier über der norddeutschen Tiefebene. Ganz im Norden ist das Ganze dann eben wirklich eher Schneefall. Und ein paar weitere Schauer kommen noch hinterher. Im Verlauf der Nacht ziehen diese Schauer von West nach Ost noch durch. Anfangs in der ersten Nachthälfte, vor allem auf den Bergen, sind auch noch Sturmböen möglich. Und eben Achtung, aufpassen, hier im Nordosten Schnee oder auch hier Glatteisregen ist nach wie vor möglich. Temperaturen hier in der Nacht oder besser gesagt morgen früh -1 bis -2 Grad. Für die meisten gibt es eine frostfreie Nacht. Morgen Vormittag geht es weiter. Mit dicken Wolken, leichtem Schneefall oder Glatteisnieseln, Glatteisregen im Nordosten. Sonnenschein hingegen mal im Südwesten. Und dieser Sonnenschein wandert dann oder diese großen wolkenfreien Gebiete in Richtung Mitte unseres Landes, während am Nachmittag insgesamt diese Niederschläge nachlassen. Die Temperaturen, weiterhin große Unterschiede. Von Nordfriesland bis zur Uckermark -1 Grad, im Südwesten 12 bis 14 Grad. Der Wind weht in der kalten Luft aus östlichen Richtungen schon ziemlich kräftig. Es ist ein pfeifender, ein unangenehm kalter Wind, den wir hier erleben werden. Vor allem an der Ostseeküste und an der deutschen Bucht, an der Nordseeküste. In der warmen Luft kommt er aus Südwesten. Dieser kalte Ostwind wird sich aber Stück für Stück durchsetzen. Zumindest in der Nordhälfte unseres Landes. Am Freitag schon -1 bis -3 Grad. Warm weiterhin im Südwesten. Der Samstag dann mit diesen sehr großen Temperaturunterschieden, 17 Grad am Oberrhein, -4 Grad als Tageshöchsttemperatur in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ja, und in der Mitte gibt es dann dieses Gebiet mit Schnee, Schneeregen oder eben Glatteisregen, bevor es am Sonntag im gesamten Norden verbreitet zu sehr kräftigen Schneefällen kommt. Und das in Verbindung mit Sturmböen, die eben die Schneeverwehungen entstehen lassen. Ich wünsche noch einen schönen Abend.